Was geht bei euch ab? Den separaten Eingang für Gästeliste? TBS Heimspiel Mannheim Aftermovie. Was ist denn hier drin? Hallo? Klopf, klopf. Hey, was geht? Hast du Bock? Bock? Heimspiel 1. Powered by TBS. Alter, ultra Bock, das wird so geil. Ich mach mir ein bisschen Sorgen. Kennst du das, wenn du kein Geld mehr hast für Essen und dann so Papier frisst? Frisst du auch Klopapier und so Papier, wenn du kein Geld mehr hast für Essen? Immer. Ja, ne? Auch wenn ich Geld habe. Musst du auch so furzen davon? Ja. Ich hab so Schiss, dass ich heute in die Hose scheiße. Ich muss so viel furzen. Mit dieses Papier quält. Guck, ich zeig's dir, die knallen richtig. Wow, die Menge tobte. Was für eine Gaudi. Hast du Bock, Alex? Freust du dich? Wann gehen wir heim? Aber Alex, du meintest sicherlich Heimspiel. Hier gibt es Babys, Pferde und Keulen auf die Nuss. Es gab große Überraschungen. Eine Dose gefüllt mit Bier. Ein besonderes Highlight war Jesus, der sich extra erbarmte, für uns die Menschen zu teilen. Eine Spalte tat sich auf und die Menschen spaßten gemeinsam. Heidewitzka, da hat es ganz schön gerumst und gerappelt im Karton. Und so wurden die Früchte des Herrn mit dem Volke geteilt. Es wurde ein Flamingo geopfert und ein Bananenboot! Und hoppsassa, los ging die wilde Fahrt. Boah, Vorsicht, Kumpel, das ist gefährlich! Was wurde hier getüftelt? Eine Schnur? Eine Dose? Aha. Um den Hals? Nein, nicht um den Kopf! Pass doch auf! Spaß! Spaß, was Spaß, bin ich tot! Ach. Bin ich tot! War ein Witz? Was? Mit sowas kann man sich gar nicht... Ach, du Halunke! War Spaß, war Spaß! TBS Heimspiel 1. Es wurde gelutscht, es wurde geschaut. Einige Gäste haben gewunken, manche haben sich sogar im Kreis gedreht. So wie Stropo. Hey, cool gemacht. Es wurde gewunken und es wurden Schilder gebastelt. Alles in allem ein spektakulärer Abend. Doch es wurde auch romantisch. Wow. Das ist wunderbar. Der sogenannte Schwanz wurde gezeigt. Ach, du hast ihn verpasst? Na, dann komm doch zum Heimspiel 2. Hier ein Trailer für dich. Hey, Sportsfreund. Möchtest du Gehirnzellen verlieren und deine Bauchtasche über deinen Kopf wirbeln? Na, dann komm zum Heimspiel 2. Am 18.10.24 im Maimarktclub Mannheim. Ach, hol dir dein Ticket bei Eventim. Geil. Sag, was du willst. Wow, das hat mich überzeugt. Wie war's? Wow. Es war der absolute Obergeilhammer. War Affenschlag. Ja. Wirklich Affenschlag. Wie war's? Es war sehr unangenehm. Wie war's? Beste Tag von meinem Leben drauf. Wie war's? Es war ein sehr. Ich wollte noch betonen, dass es sehr. Meine Meinung zu dem Auftritt. Ich wollte noch ganz kurz sagen, dass der Auftritt sehr. Mir hat der Auftritt zum Beispiel. Hey! Warte mal, ich muss mal irgendwo schwenken. Ich fand den Auftritt. Hey! Meine Meinung ist wichtig! Ich fand den auch. Meine Meinung zum Auftritt! Mir hat der Auftritt auch sehr gefallen! Hey! Haha, das war ein lustiges Outro. Was? Du willst nicht bis zum Heimspiel 2 warten? Na dann besuch uns doch früher. Auf Tour im Januar mit Samurai Pizza Katz. Wir, TBS, sind auch da. Tschüss.